So, wir gucken bloß mal hier, ob hier noch irgendwas ist, aber ich glaube, es ist die Hütte von Bogia, oder? Deswegen wird hier nichts sein, wahrscheinlich. Außer halt irgendwelchem Kleinkram. Wartet mal, was war das? Achso, vielleicht war es ein Ragu. Ich hatte mich bloß gewundert, warum das so ein tierisch langer Text ist, der da auftaucht. Gut, haben wir also den Druiden Bogia kennengelernt. Jetzt können wir erstmal hier mit Gunnar reden, der den Eingang bewacht. Kommst du von der Jagd? Hast du Felle oder Tiertrophäen dabei? Natürlich! Ich kaufe sie dir ab, wenn du willst. Sehr gut. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Xardas? Das war ein Spektakel. Erzähl. Er taucht eines Abends hier auf, wie aus dem Nichts. Er blieb die ganze Nacht. Er verhandelte mit Grimm, unserem Anführer. Und dann? Am nächsten Morgen war er verschwunden. Dafür waren diese beiden großen Kerle hier. Okay, er wusste jetzt seltsamerweise, dass der Typ Xardas hieß. Das ist ein bisschen komisch. Naja, was soll's. Kannst du mir was beibringen? Da musst du einen der Jäger fragen. Am besten Bogir. Er ist der Beste und Erfahrenste von uns. Zeig mir deine Ware. So, wir können dann nochmal gucken. Okay, bei ihm gibt's eigentlich nichts zu holen. 3600, na meine Güte. Das ist ja jetzt auch nicht so die Welt. Aber wir können ja mal... Pfeile brauchen wir eigentlich nicht, ne? Wir haben eine Armbrust. Da bringen uns die Pfeile sowieso nichts. Mir fällt gerade auf, ich muss irgendwann mal auszusehen meine Dingens verkauft haben, meine Bolzen. Oder die werden nicht mit angezeigt. Das kann natürlich auch sein, das ist durchaus möglich. So, ansonsten haben wir ja nichts, was wir eigentlich verkaufen wollen. Hi Wolfi. Zahmer Eiswolf, was hier alles rumspringt. Unglaublich. So, ich nehme an, die gehören zu dir. Kommst du gerade oder gehst du? Beides. Nichts von beiden. Ah, hast du Interesse an einem kleinen Jagdausflug? Alleine kann es da draußen ziemlich ungemütlich werden. Jetzt sofort, ernsthaft? Nee, später. Wo willst du hin? Auf der anderen Seite des Berges gibt es eine kleine Jagdhütte. Hervorragende Jagdgründe. Bist du dabei? Jetzt nicht. Hast du niemand anderen, der mit dir geht? Würde ich sonst fragen? Normalerweise gehe ich zusammen mit Bogir auf die Jagd. Aber? Er will nicht. Er sitzt einfach nur da und hängt rum. Ich glaube, man könnte ihm ein ganzes Rudel Wölfe ins Lager locken. Er würde noch nicht mal zum Bogen greifen. Gut, machen wir dann gleich. Jetzt ist erstmal Erkundung des Wolfsklans angesagt und ich sehe schon jemanden hämmern, zu dem gehen wir doch direkt mal. Ah, ein Fremder. Jop. Bist du hier, um dir eine gute Klinge zu kaufen? Wenn du eine hast, dann ja. Was hast du anzubieten? Ich habe zwar länger keinen Nachschub bekommen, aber ein paar gute Klingen habe ich noch. Dann zeig mal. Zeig mir deine Ware. Und bitte lass es besser sein als bei Dingens. 200, 300, boah, boah, pff. So ein Scheiß. So ein Dreck. So ein Mist. Gut, hat sich das geklärt. Wir können da nochmal hier fragen. Ich will schmieden lernen. Ich bilde niemanden aus. Geh zum Hammerclan. Dort gibt es die besten Schmiede. Supi, hätte ja sein können, dass dabei nochmal irgendwie ein Quest rausspringt oder so, dann aber eben doch nicht. Mods ist hier, das dürfen wir uns merken, das ist gut. Denn der muss uns ja dann noch weiterführen zum Feuerclan, wenn wir hier fertig sind. So lange darf er aber bleiben. Du bist keiner von den Jägern aus Faring. Was willst du hier? Nur mal vorbeigucken. Alles klar? Nein, mir ist langweilig. Jetzt, wo die Golems da sind, braucht man mich noch nicht mal zum Kämpfen. Meine Axt rostet schon ein. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, schauen wir mal. Große Waffen, große Waffen, große Waffen. Wie töte ich einen Ork? Brauchen wir das? Dieses Ork-Töter-Skill-Dingens. Es wäre vielleicht günstig, da wir ja gleich die Mine plündern wollen. Aber ich weiß nicht. Dafür 15 Lernpunkte ausgeben? Nur für die Mine? Ansonsten haben wir ja keine riesigen Ork-Horden mehr, oder? Ich meine, die Ork-Städte, die wollen wir nicht. Und... Nee, mach nee. Mach ich nett. So. Wie wär's mit einem kleinen Übungskampf? Gerne. Aber worum kämpfen wir? Um die Ehre! Ernsthaft? Ja, wenn ich's schon gesagt hab. Um die Ehre. Wie du meinst. Wer zuerst zu Boden geht, hat verloren. Aber wir machen ein echtes Duell. Na klar. Kein Angriff von hinten. Oder ähnliche Spiele. Na klar. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Der schwarze Magier? Ja, der war hier. Er hat lange mit Grimm gesprochen. Worum ging's? Erz. Xardas brauchte Erz. Als Gegenleistung hat er uns diese Eismonster dagelassen.
Sie bewachen jetzt unser Dorf. Ah ja, Xalas braucht Erz, natürlich. Na gut, los geht's, Uroga. Lass uns kämpfen. Zieh deine Waffe. Ja. Her. So, zeig mal, was du kannst, Minion. Schöne Axttaste. Aber nicht mehr lange, die wird gleich mir gehören. So, Duell mit Uroga. Ruf in Notma plus 3. Stärke plus 1 und der Ruf im Clan ist auch noch gestiegen. Ist das nicht schön? So muss das sein. Und das für dreimal zuschlagen. Finde ich gut. Sollte immer so sein. Ist sehr effizient. So, hier ist ansonsten auch nichts. Gut. Uroga, mein Freund. Steh wieder auf. Ich will noch irgendeine abschließende Bemerkung von dir hören. Wir sprechen uns noch. Ja, ja. Du bist ein guter Krieger. Deine Feinde sollten dich fürchten. Keine Sorge. Ich bin froh, dass ich nicht dein Feind bin. Gut, das war's auch schon. Mehr gibt's mit Uroga nicht zu besprechen. Gut, dann schauen wir mal hier unten noch und dann, ja, Rune, genau. Hey, du! Hast du nichts zu tun? Nö. Ich habe nie was zu tun. Ich bin bloß die ganze Zeit am Rumrennen in der Welt oder am übelst volles Questlog, aber ich habe nie was zu tun. Wieso? Was ist los? Du siehst nicht so aus, als wenn du besonders beschäftigt wärst. Das ist los. Gib gleich aufs Maul, du Pissgesicht. Was machst du hier? Ich bin Proviantmeister des Clans. Alles, was die Jäger ins Lager bringen, wandert zu mir. Ich entscheide, wie es verteilt wird. Wenn jemand was braucht, kommt er zu mir. Ja, toll. Kommunismus! Wo waren wir denn? Ach so, ja, machen wir hier. Was machst du mit dem Zeug, das die Jäger bei dir abgeben? Kommt drauf an. Das Fleisch wird geräuchert für schlechte Zeiten. Die Felle werden gegerbt oder weiterverkauft. Und der Rest? Erstmal in die Truhe. Wer weiß, wann wir es brauchen. Ja, erstmal ins Staatssäckel, ne? So hat's zumindest... Naja, egal. Was gibt's zu essen? Fleisch. Es gibt immer Fleisch. Das gibt Muskeln und ordentlich Speck auf die Rippen. Die Flachländer essen zu viel Grünzeug. Die können hier oben niemals überleben. Interessante Theorie. Mehr als das. Es ist die Wahrheit. Gemüse macht dich dünn und schlaff. So überlebst du keinen Schneesturm. Vielleicht gibt's hier oben auch einfach zu wenig Gemüse, um davon satt zu werden. Das könnte auch eventuell sein. Was hast du anzubieten? Warum sollte ich dir was geben? Wer hier nicht mithilft, den Clan zu versorgen, der bekommt auch nichts. Schmarotzer können wir hier nicht gebrauchen. Ich glaube, ich muss mal jemanden auf die Fresse hauen, ne? Was brauchst du? Die Holzfäller vor dem Dorf brauchen was zu essen. Ja, ja. Nimm dir 5 Bärenschinken aus der Hütte und bring sie zum Camp der Holzfäller. Wenn das getan ist, sind wir im Geschäft. Ja, Pipi-Kram. Machen wir. So, wenn wir es sogar noch nehmen dürfen aus der Hütte, was ist das denn für ein sinnloses Quest? Also bitte. So, von hier oder... Ah ja, Schinken. Schinken, 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 Schinken. Und dann nehmen wir den 6. natürlich noch für uns mit. Wir wollen ja auch was als Wegzerrung. Und hier gibt es noch einen 7. Ach, wie schön. Kann man so richtig mit Schinken vollstopfen. Die Truhe lassen wir mal sein, damit sie nicht böse sind auf uns. Eine Warrune. Was gibt's hier? Pilze. Pilze könnten sie sich noch ins Essen machen. Pilze mit Fleisch und Fleisch. Das ist eine sehr schöne Mahlzeit. Gut, dann müssen wir jetzt noch zu Grimm, wo auch immer der rumsteht. Und das wird wohl da oben sein, sehe ich gerade. Und müssen wir uns zunehmen auch noch ein paar Geschichten anhören. So, der kann uns vielleicht auch sagen, wo... Ja, mit Gunnar hatten wir ja schon. Der kann uns dann vielleicht auch sagen, wo Xalas jetzt eigentlich hingegangen ist. Das wäre ja mal ganz interessant zu wissen. Und ich hatte gerade das dringende Bedürfnis, diesen Eiswolf umzunieten. Diese Gegend lässt mich verrohen. So, Grimm, da ist er schon. Willkommen, Wanderer. Bist du Jäger? Früher hatten wir oft Besuch von den Jägern aus Faring. Aber das ist vorbei. Die Orks lassen kaum noch jemanden durch. Aber du hast es geschafft, dich durchzuschlagen. Was kann ich für dich tun? Kann es sein, dass du die Stimme von Lee hast? Erzähl mir was über das Dorf. Ich bin Grimm, der Anführer des Wolfsklans. Das ist mein Dorf. Wenn du willst, kannst du hier bleiben. Aber mach keinen Ärger. Die Wölfe sind zahm und gehören zum Dorf. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Wie ist die Lage? Ernst. Die Orks machen mächtig Ärger. Die Jäger haben Probleme, ungeschoren zu ihren Jagdgebieten zu kommen. Die meisten Sorgen mache ich mir aber über Bogir. Er ist unser bester Jäger. Aber er sitzt nur noch vor seiner Hütte und bläst Trübsal. Kein Mensch weiß, was er hat.
Was unternimmst du wegen der Probleme? Ich habe einen größeren Jagdtrupp Richtung Süden geschickt. Ich hoffe, Sie haben Erfolg. Wo ist der Jagdtrupp? Auf Wolfsjagd. Folge dem Weg, am Holzfällercamp vorbei. Wenn du an eine abgebrannte Hütte kommst, schlage dich links in den Wald. Okay. Der Hammerclan braucht deine Hilfe. Die Orks haben die Mine. Ich suche Krieger, um sie zurückzuholen. Wir haben auch Probleme mit den Orks. Ja, toll. Braucht ihr Hilfe? Das Dorf ist erstmal sicher. Aber die Orks besetzen immer wieder die Brücke im Süden. Das ist der Weg zum Pass. Ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Frag mal Hoga. Vielleicht kann er dich begleiten. Okay. Bekomme ich die Krieger? Die Krieger aus dem Dorf brauche ich selbst. Wenn der Jagdtrupp zurück ist, kannst du 2 Krieger mitnehmen. Ernsthaft, 2 Krieger? Willst du mich verarschen? Ich suche Xardas. Er ist nicht mehr hier. Was wollte er hier im Dorf? Wir haben einen Handel mit ihm geschlossen. Er bekam unser Erz. Dafür half er uns, das Dorf zu verteidigen. Er hat die Golems beschworen. Spitze. Wann kommt der Jagdtrupp zurück? Wenn er fertig ist. Wenn du es eilig hast, hilf ihnen. Dann geht es schneller. Wo kann ich Xardas finden? Er ist nach Norden gegangen. Hansson, einer unserer Jäger, hat ihn begleitet. Hansson? Wo finde ich Hansson? Er ist auf der Jagd, am Hirschfelsen. Ein Plateau nordöstlich von hier. Er hat dort eine kleine Jagdhütte. Folge einfach dem Weg in die Berge. Dort wirst du einen Steinkreis finden. Natürlich. Dort auf dem Plateau wirst du seine Hütte finden. War ja klar, dass er nicht hier im Dorf ist. Was soll es auch? So, haben wir hier irgendwas Schönes? Oh, hier ist alles vollgestellt. Der lebt in Saus und Braus. Im Überfluss lebt er. Was haben wir denn hier eigentlich für Waffen? Auch 2 Hände. Kram. Braucht kein Mensch. Gut, damit hätten wir eigentlich jetzt wirklich alle abgeklappert. Ich glaube, hier hinten ist da niemand mehr in der Ecke. Nein. Gut. Oh ne, da hüpfe ich mal nicht runter. Das kostet mich, glaube ich, zu viel Leben. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mit... Boah, mit wem gehen wir denn mal? Wir haben jetzt 2 zur Auswahl. Wir können entweder mit... Wisst schon. Einmal mit dem Typen, den wir umgenäht haben, mit Hoga gehen oder hier mit Rona. Je nachdem, was wir wollen. Ich bräuchte erstmal einen Teleportstein. Das wäre eigentlich geil. Nachdem habe ich noch gar nicht geschaut. Gut, hat sich geklärt. Ich habe das Gefühl, immer genau, wenn ich drüber nachdenke, mir einen Teleportstein anzulachen hier in Nordmar, dann habe ich ihn sofort in der Hand. Muss irgendwie Magie sein. It's magic. So. Ich komme mit dir. Gut, ich gehe vor. Dann schauen wir uns das mal an. Bringen Rona zu seiner Jagdhütte. Ich dachte, er will einfach nur jagen und nicht zu irgendeiner Hütte gehen. Na gut, wenn er meint. Auf zu frischen Taten, zu neuen Taten, frisch als Werk oder wie auch immer, ach egal. So, die Kriegerin, die steht weiter da und wacht eifrig. Ist der Typ noch da? Rona? Bleibt einfach mal oben stehen, warum auch nicht. Komm mit. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber die KI der NPCs ist teilweise etwas dumm. Rona? Komm! Jetzt! Lauf! Runter! Das scheint zu funktionieren, wenn man ihn anklickt, dass er dann wieder... Ja. Das ist aber interessant. Oh, haben wir es noch geschafft? Ich bin ja sehr erstaunt. Er hat es irgendwie geschafft, sich den Weg runterzuschieben. Und damit haben wir es endlich. Wir können endlich anfangen, Leute umzubringen, weil Rona endlich es geschafft hat, diesen schmalen Weg lang zu gehen. Ist das nicht unglaublich? Ich speichere mal vor lauter Freude.